Hallo, in diesem Video soll die erste Einrichtung eines E-Mail-Kontos und die sich dabei eventuell ergebenden Probleme mal demonstriert werden. Es geht hier um Outlook 2010. Beim ersten Start von Outlook nach einer Neuinstallation von Office bzw. unter einem neu eingerichteten Windows-Benutzerkonto wird zunächst der Einrichtungsassistent gestartet. Wir wollen Outlook natürlich für ein E-Mail-Konto einrichten, bestätigen. Zunächst wird der anzuzeigende Absendername eingegeben. Das ist jetzt natürlich nur zu Demonstrationszwecken. Da ich recht komplizierte Kennwörter bei meinen Accounts verwende, habe ich mir angewöhnt, diese in den Zwischenspeicher zu ziehen, da man hier eine Eingabe nicht kontrollieren kann und sich schnell mal vertippt. Wir lassen jetzt die automatische Konfiguration weiterlaufen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Das stimmt tatsächlich. Ich werde dann im Video etwas schneiden. Obwohl GMX durchaus verschlüsselte Verbindungen anbietet, behauptet Outlook jetzt, es gäbe keine. Wir klicken jetzt mal auf Weiter. Auch dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Ich werde also wieder schneiden müssen. Outlook hat erfolgreich eine Testnachricht abgeschickt, hat uns aber ohne Rückfrage einfach ein E-Mail-Konto konfiguriert. Das entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen. Ich könnte die Server-Einstellungen jetzt entsprechend manuell konfigurieren, um das zu ändern, lasse es aber jetzt mal zu Demonstrationszwecken fertigstellen. Hier wird nochmal nach dem Benutzernamen für das Profil gefragt und ob Outlook ein Standard-E-Mail-Programm werden soll. Das bestätige ich mal. Es erfolgt nochmal eine Abfrage über Sicherheitseinstellungen und Updates. Ich bestätige jetzt mal hier nur Updates installieren, ohne das jetzt weiter zu besprechen, und klicke auf OK. Wie wir hier sehen könnten, wurde das Konto erfolgreich eingerichtet. Im Posteingang haben wir bereits die von Outlook selbst automatisch abgeschickte Testnachricht. Im Prinzip klappt es, aber wir haben ja hier ein GMX, ein IMAP-Konto und wollten eigentlich ein POP3-Konto haben. Jetzt versuchen wir das mal nachträglich zu ändern. Dazu gehen wir auf Datei, Kontoeinstellung, Kontoeinstellung, E-Mail. Hier ist unser eingerichtetes E-Mail-Konto. Jetzt klicken wir mal auf Ändern, sehen uns die Einstellungen an. Der angezeigte Name ist korrekt. Die E-Mail-Adresse auch. Hier ist E-Mail und das lässt sich leider an dieser Stelle nicht umstellen. Der Posteingangsserver e-mail-gmx.de ist eigentlich nicht korrekt,
weil hier die Erweiterung net stehen müsste. Das gleiche trifft für den SMTP-Server zu. Das ist eine Schwäche von Outlook, denn GMX gibt ausdrücklich die Endung net vor, obwohl auch DE funktioniert. Benutzername, Kennwort. Weitere Einstellungen, allgemein. Das ist hier die Kontobezeichnung, wie sie auch im Ordner geführt wird. Und unter diesem Namen wurde auch die persönliche Ordnerdatei für dieses E-Mail-Konto angelegt. Postausgangsserver, diese Einstellung wurde korrekt ausgeführt. Verbindung über LAN ist auch korrekt erweitert. Hier wurde eine unverschlüsselte Verbindung eingestellt, obwohl das auch verschlüsselt möglich ist. Das könnten wir hier jetzt umstellen. Und als Postausgangsserver wurde der Port 25 eingestellt. Da gibt aber GMX ausdrücklich den Port 465 vor. Es ist also nicht ganz okay, was Outlook 2010 hier eingerichtet hat. Wie gesagt, lässt sich hier der Kontotyp nicht mehr umstellen. Wir müssen also dieses Konto löschen und manuell ein neues Konto erstellen. Wer natürlich mit E-Mail-Konten arbeiten will, kann hier die entsprechenden Änderungen vornehmen. Also lasse ich dieses Konto jetzt entfernen. Ja, es verschwindet automatisch auch hier aus dem Ordnerfenster. Ich schließe den Vorgang und gehe dann über Datei, Konto hinzufügen in den Dialog zur Erstellung eines E-Mail-Kontos. Wir fangen also nochmal von vorne an. So, hier brauchen wir nichts eingeben, weil wir jetzt in die manuelle Konfiguration wechseln. Internet-E-Mail bestätigen wir. Angezeigte Name, E-Mail-Adresse wurde korrekt übernommen. POP 3 wird jetzt vorgeschlagen. POP GMX.net. Wir machen das jetzt korrekt. SMTP GMX.net. Das Kennwort habe ich noch im Speicher, aber dieser Benutzername, der jetzt automatisch vorgeschlagen wird, stimmt nicht. Bei GMX muss die vollständige Adresse eingegeben werden. Hier wird jetzt vorgeschlagen, eine neue Outlook-Datendatei einzurichten. Es gibt aber auch die Option, eine vorhandene Outlook-Datendatei das Konto eintragen zu lassen. Neue Outlook-Datendatei bedeutet, dass das Konto hier im Ordnerfenster dann einzeln angezeigt wird, ähnlich wie bei IMAP. Wenn man aber wünscht, verschiedene Konten innerhalb einer Datendatei zusammenzufassen, sollte man vorhandene Datendatei auswählen. Wir suchen jetzt mal. Es wird jetzt vorgeschlagen, die Outlook PST. Das ist eigentlich der komplette Name. Wenn wir diese auswählen, werden für dieses Konto alle eingehenden E-Mails in der Outlook PST gespeichert.
so wie man das eigentlich auch aus älteren Outlook-Versionen kennt und gewohnt ist. Das möchte ich jetzt aber mal nicht machen, weil ich noch mehr demonstrieren möchte. Wir lassen doch eine neue Outlook-Datendatei erstellen, legen aber dafür wieder einen Sammelnamen fest. Zum Beispiel, wenn man seine E-Mail-Konten für verschiedene Zwecke verwendet, zum Beispiel Firma, privat, könnte man hier entsprechende Datendateien anlegen, wo dann die verwendeten E-Mail-Konten abgespeichert werden. Wir gehen jetzt dazu auf weitere Einstellungen und geben hier jetzt statt der E-Mail-Adresse einen Namen für die Outlook-Datendatei vor. Ich nenne ihn hier jetzt mal SupportNet. Da ich dieses E-Mail-Konto nur im Zusammenhang mit SupportNet verwenden möchte. Postausgangsserver muss ich hier aktivieren, dass die gleichen Einstellungen verwendet werden. Verbindung LAN ist okay. Erweitert. Für den Posteingangsserver stelle ich auf SSL. Der Port wird automatisch umgestellt. Für den Postausgangsserver ist bei GMX die Verschlüsselung SSL vorgegeben und wie gesagt der Port 465. Na, diese Einstellung lassen wir jetzt mal, klicken auf OK. Hier könnten die Kontoeinstellungen jetzt manuell getestet werden, aber solange dieser Haken hier gesetzt ist, wird das automatisch gemacht, wenn ich hier auf Weiter klicke. Hier wird eine Sicherheitswarnung angezeigt bezüglich des GMX-Zertifikates. Wir sehen uns das jetzt mal an. Das ist gültig. Das ist auch korrekt. Wir lassen dieses Zertifikat jetzt installieren. Okay, okay und bestätigen die Verwendung. Jetzt wird die Testnachricht gesendet und wir können schließen und das Konto fertigstellen. Unser manuell eingerichtetes Konto wird jetzt geführt in der SupportNet PST. Dieser können wir jetzt noch weitere E-Mail-Konten zuordnen. Wir können uns das hier nochmal ansehen. Über Datei, Kontoeinstellungen, Kontoeinstellungen. Hier wird es angezeigt, SupportNet PST verwendet, wird verwendet. Da aber dieser Name jetzt auch bei der Erstellung von E-Mail-Adressen angezeigt wird, korrigieren wir das jetzt. Das ist durchaus möglich. Wir gehen jetzt auf Ändern. Weitere Einstellungen. Ändern das hier wieder ab. Auf den eigentlichen Kontonamen. Okay. Nehmen hier den Haken raus, dass nicht nochmal eine Testnachricht verschickt wird. Klicken auf Weiter und Fertigstellen.
schließen. Und jetzt erstellen wir mal eine neue Nachricht. Da es nur ein angelegtes Konto gibt, wird jetzt hier keine Auswahl angezeigt. Wir schicken diese Testnachricht jetzt mal an unsere Hotmail-Adresse. Und eine Kopie an unser GMX-Konto selbst. Nennen das Ganze Testnachricht. Über GMX. Kopieren das Ganze in den Textkörper und schicken die Nachricht mal ab. Unter den Gesendeten wird sie sofort angezeigt. Im Posteingang natürlich noch nicht. Darum klicke ich jetzt mal auf Senden und Empfangen. Ja, da ist sie. Hier sind auch die zwei Testnachrichten. Die erste über die Konfiguration des IMAP-Kontos. Hier jetzt die Testnachricht, die bei der manuellen Erstellung des POP3-Kontos verschickt wurde. Diese interessieren mich weiter, die lasse ich mal löschen. Taucht jetzt ein Papierkorb auf. Wir haben also getestet, dass die ganze Sache funktioniert. Damit ist der Sinn dieses Videos erfüllt und ich beende jetzt Outlook 2010. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.